Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Slay the Spire als die Stille. Wir sind im Aufstiegslevel 16. Pablo sagte, wieso kann ich jetzt nicht die Karte verbessern, wie beim letzten Mal? Es wäre mir viel lieber. Spiel, please. Ich glaube, wir nehmen zufällig farblose, ungewöhnliche Karte. Starterlicht ist mir mittlerweile zu gefährlich, wegen dem Nicht-Schmieden oder Nicht-Heilen-Können. 6 Trefferpunkte jetzt noch dazu zu verlieren. Man ist interessant, für 2 Karten entfernen. Ist, ja, ich meine, es ist auch nicht schlecht. Okay. So viele farblose, ungewöhnliche Karte. Kann aber schon lustig sein. Nehmen wir das. Die Fahrt im Zug war. Wo ist? Misch in den Abwurfstapel, in den Nachtischstapel. Ziehe eine Karte. Okay. Das ist einfach nur schnellerer Durchlauf sozusagen. Das ist ja nicht zu verachten. Eigentlich. Nicht? Man sieht immer überall das Negative suchen. 2, 3 Feuer. Da kann man jetzt schon einfach ein Negatives suchen, weil es negativ ist, weil das Spiel mich hier nämlich abspeisen will. Mit 2 lächerlichen Feuern. 3 Feuer, 1 Shop, okay. 3 Feuer, 1 Shop, 1 Elite. Ist mager, aber etwas. Das ist ein kompletter Bullshit, wenn ich das mal... Oh, fuck das. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, jetzt sind wir nur einen Schaden, das ist nicht ganz so schlimm. Kennen wir? Ich meine, wenn wir Sau haben. Nee. Wenn wir Sau hätten, hätten wir noch neutralisieren bekommen. Hätten wir jeglichen Schaden verhindern können. Dass ich dich jetzt so killen muss, ist etwas unangenehm, aber ich mach's trotzdem lieber, sonst wäre ich geschwächt auch noch dazu. Jetzt neutralisieren wir, was nichts bringt. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Vor allem, wenn das Neutralisieren noch nicht verbessert ist und deswegen nur ein Schwach hergibt. Beautiful. Einmal Schlag, zweimal Schlag. Fertig. Einmal Schlag, Schlag, Schlag. Einmal Schlag, zweimal Schlag bringt dir leider nichts. Um genau 1. Verteidigen wir lieber ein bisschen mehr, was natürlich schwieriger ist, weil wir immer noch gebrechlich waren. Würgen, Kniestoß oder Akrobatik. Ich glaube, wir nehmen den Kniestoß mal. Das kann nie schaden. Servus Vögelein. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt nicht ein zweites Mal ins Fragezeichen gegangen bin. Kann ich vielleicht einfach alle verteidigen haben, wenn, wenn er nicht angreift? How about that, Spiel? How about that? Neutralisieren. 1 Schlag, 2 Schlag, 3 Schlag, dann bitte tiefer Atemzug. Und nochmal 1 Schlag. Und wir nehmen trotzdem viel Schaden. Ich meine, wenn ich lieber einen Verteidigen gezogen hätte, hätte ich stattdessen lieber, zuerst den Atemzug machen sollen und dann die Schläge spielen, weil dann die Chance höher gewesen wäre. Aber dafür hätte man kurz überlegen müssen und das ist nicht mein Stil. Fußfeger, zahllose Klingen oder Dolchfächer. Dolchfächer ist halt für manche Angelegenheiten eine nette Sache. Ich glaube, wir nehmen den Dolchfächer. Ich habe jetzt 2 Angriffe genommen, noch keinen Verteidigen. 50 Gold, 50% gut. Wie ist das Gold? Ich meine, wir sind gleich bei dem Shop. Aber wie gleich sind wir? Wir sind gleich sofort quasi jetzt bei dem Shop. Ja, okay, let's do it. Ich meine, giftige Dämpfe sind fraglos giftige Dämpfe. Und wir können noch eine Karte loswerden. Wir werden selbstverständlich ein Schlaglos. Ich werde bei dem Feuer wahrscheinlich, was ich schwer bereuen werde, schmieden. Und zwar das Neutralisieren. Weil, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber ein geschmiedetes Neutralisieren ist das Schönste, was es gibt in der ganzen Welt. Ey, du wirst stärker werden, ich bin kein Fan davon. Du solltest das bitte unterlassen, du kannst gleich mal wegsterben. Und du bist nächste Runde auch tot, von dem her sehen wir alles relativ wurscht. Bam, bam! Wiederschauen, liebes Kuschelwürmchen. Noch ein Kniestoß, haben wir immer ganz furchtbar viel Energie, das ist natürlich schön. Auf eine Art und Weise. Auf der anderen Seite muss man sich auch nicht das Deck voll mögen. Nicht. Neutralisieren, 2 schwach. Best card ever. Let's go. Oh Gott. Aber wir haben Dolchfächer. Dolchfächer sind gemacht, wie soll ich sagen. Obwohl ich mich jetzt trotzdem immer noch alle angreift. Which is a problem. Und du, weißt du was, können wir mal nur so vorsorglich. Wenn wir ein bisschen Gift drauf haben, wird irgendwann ziemlich garstig dafür. Just saying. Einmal giftige Dämpfe. Ich glaube, nächste Runde, oder? Wirst du schon ziemlich garstig. Wenn ich mich den richtig erinnere. Wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin. Warte mal. 3 plus 4 ist 7 und killt dich damit weg, which is amazing. Jetzt haben wir nur noch das Problem, dass du mich nächstes Mal komplett ermordest. Ja, genau.
Aber wie Moment, wir müssen dich nicht kniestoßen. Ich will dich kniestoßen und heldenhaft über... Nein, ich kann nicht heldenhaft überleben. Bämst du. Okay. So, knapp. Gut, dass wir den Dolchfächer haben. Erhalte eine Karte. Ich meine, Genauigkeit wäre jetzt natürlich für manche Sachen sehr, sehr nice gewesen. Eine Zeitlupe kann hin und wieder auch nicht schaden, aber ich glaube, ich nehme gut ausgeklügelt. Weil gut ausgeklügelt ist auch eine äußerst nette Macht. Einfach nur für Card Control. Wisst ihr was? Könnt ihr einfach vielleicht nicht fucking alle fucking angreifen wie die größten fucking Arschlöcher? Ich meine, ich weiß nicht, wieso das so zu viel verlangt ist. Wie es eindeutig ist. Ich meine, gut, er greift nicht da. Ich gebe es zu, aber beide 8 müssen wirklich beide 8 Schaden machen. Kann man sich das nicht vorher ausmachen? Hey, heute bin ich der 8 Schaden macht, dafür machst du morgen in sowas in der Art. Nein, nein. Kann man nicht. Clearly. Und dann greife einfach alle an. Obwohl ich mich schon beschwert habe. Fucking 14 Schaden. Yo, ich habe nachher eine Elite. Ich kann jetzt einfach nicht sterben. Wie schaut denn das aus, wenn ich schon wieder nicht heile und stattdessen verbessere und deswegen an einem Elite krepiere? Es geht so nicht, Spiel. Wir müssen da mal miteinander reden. Also die Vorbereitung. Let's go. Okay, okay. I dig it. Ich meine, dir neutralisieren drauf zu geben, wäre geil. Das einzige Problem ist, Kniestoß machen wir fast noch geiler. Wir können nicht beides machen, weil dann wacht er auf. Oder es ist mir scheißegal und wir machen beides. Oder das, which is actually much smarter. Na, ich will nicht, das ist ein Achtel Chance, dass ich giftige Dämpfer mitziehe. Das heißt, ich will jetzt nicht tiefe Atemzug machen. Machen gut ausgeklügelt. Machen Schlag, Schlag. Und jetzt sind wir wahnsinnig intelligent und behalten uns den tiefen Atemzug. So, du bist schon geschwächt, das heißt, du machst lächerliche 15 Schaden. Das läuft dir niemanden hinterm Ofen hervor, nicht wahr? Einmal tiefe Atemzug. Oder nicht? Was ist da noch drin? Doch, das ist eine Chance drin. Machen wir tiefe Atemzug. Dolchfächer. Okay. Machen wir Dolchfächer und dann machen wir einmal Überlebenskünste. Kriegen wir nur 7 Schaden ab. Er hat noch 84 Leben. It's all gonna be fine. It's all gonna be fine. Hätten wir vielleicht möglicherweise jetzt, wenn das irgendwie drin gelegen wäre, vielleicht möglicherweise das Neutralisieren bekommen können? Maybe? Please? Schlag. Ich meine, nächstes Mal hauen wir mal drauf. Trotzdem ist das okay. Das ist jetzt mal so, wie ich mir so einen Zug vorstelle. So einen richtigen. Nicht so, so einen Blödsinn-Zug. Wir haben ja... Okay. Dolchfächer, wir müssen ein bisschen auch ans Angreifen denken. Wir können jetzt nicht nur ängstlich verteidigen. I don't know. Einmal das. Jetzt lieber den Schlag. Ich meine, das nächste Mal ist dann... Wieso habe ich mir sozusagen eine Runde erkauft? Auf der anderen Seite ist es jetzt, ist er halt nicht mehr verwundbar. Moment. 17 plus 5 ist 22. 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 Yes. Bitte, überhaupt kein Problem. Stell dir vor, ich hätte jetzt kein geschmiedetes Neutralisieren. Wie schrecklich das wäre. Kein Kampf. Ich darf verlieren über das Gold, also, statt zu sterben. Ausruhen. Easy. Wen haben wir als Endgegner? Feuerrad wahrscheinlich. Nein! Wobei, gegen dich sind wir jetzt auch gerade erst gestorben. Was? Auch nicht. Eigentlich ist es wirklich nicht. Diese ganze Herumsterberei, muss ich sagen, Spiel. Geht mir schon auf die Nerven. Man kann es auch. Man kann seine Probleme aber anders lösen. Als die ganze Zeit den armen Gummibaum töten zu müssen. Der ihm nichts getan hat. Ich werde verflucht jetzt sogar. Das reine Nächstenliebe. Ich meine, I know. Ich weiß, ich sollte jetzt heilen, weil ich ist ein Boss. Meh. On the other hand. Giftige Dämpfe besser machen. Weil giftige Dämpfe sind dem gar nicht so gut. Wir ruhen uns aus. Ah, ich werde so bereuen. Dass wir uns ausgeruht haben. So bereuen. Einmal Kniestoß, einmal giftige Dämpfe, einmal aufs Maul. Und der Zug beenden. Das Gift halt immer auf dabei, gell? Okay, einmal das, bedämst die. Das ist ein bisschen scharf gerade. Ich hätte gerne irgendwie, wie heißt das? Eis. Creme? Dampfing, Alter. Neutralisieren, 28.
Ja, ich blocke jetzt einfach 18 und bin großartig. Okay. Ich meine, macht schon viel Schaden. Vielleicht hätte ich ihm doch jetzt schon das Gift drauf hauen sollen. I don't know. Ja, jetzt gehst du ihn noch nicht drauf, gell? Kurz mal ein paar Schleim weghauen. 95, ich meine, kommst du jetzt gleich. Nein, du machst jetzt noch einmal Weird Shit. Okay, fast immer 87, 83. Das geht sich auch noch aus. Knappestens. Dann machen wir das. Dann kriegen wir dich jetzt auf 26, 76 runter. Das heißt, du teilst dich genau noch nicht. Which is perfect. Das hier allerdings ist nicht perfect. Ja, ziehen wir einfach eine neue. Soll ich zweimal schlagen und dann eine neue ziehen? Nur maximal. Ja, na, super. Perfekt. Okay, einmal behalten wir unser Verteidigen. Es greifen nicht beide gleichzeitig an. Äußerst sympathisch. Wir neutralisieren mal zuerst dich. Wir hauen dir eins runter und wir machen Überlebenskünstler. Weil ich meine, das nächste Mal wird er wahrscheinlich herdeppert. Wieso habe ich jetzt die Karte weggehauen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich aufs Reden konzentriert statt aufs Spielen. Also quasi ihr seid schuld, wenn ihr versteht, was ich meine. Einmal Kniestoß, einmal Schlag, nochmal Schlag. Und jetzt, come on, 9 Gift. Let's go. Ich will keine. Nein, ich will überhaupt keine behalten. Die sind alle scheiße. Okay, 213. 213. Das ist du aber. Yo, Leute. Na. Gehe ich jetzt schon wieder drauf? Ich gehe schon wieder drauf, gell? 42. Komm ich nicht hin. 43? You shitting me? Das ist 30 zusammen. Ja. Ich überlebe um einen Trefferpunkt. Bedämst die. Nur damit es mal gesagt wurde. Gehe ich runter genug? Nein. Warte trotzdem mal drauf. Nur, dass du das nächste Mal dann geteilt wirst, bevor du so einen Blödsinn machst, wie 18 anzugreifen. Ich meine, wem macht sowas, Spaß, ha? Yo, do, come on. Muss wirklich... Ich weigere mich, diese Niederlage anzuerkennen. Das ist eine absolute Schiebung. Der hat ihm. Ich schwöre dir, der Endboss hat das Spiel bezahlt. Transformiere eine Karte, max Trefferpunkte plus 6. Wenn ihr seht, der Karte. Ich will überhaupt nichts machen, okay? Ich will gar nichts mehr. Leck mich doch, Spiel. Gibt's ja nicht. Leichenexplosion. Bringt auch nicht so viel. Einmal. Zweimal. Feuer. Ja, na, und jetzt gibt's da nicht einmal Feuer gibt's mehr. Ah, okay, da gibt's 3 Feuer. 4 Feuer. 4 Feuer. Es ist keine Lüge. Es ist nichts als die Wahrheit. Ja, da gehen wir hin. Logisch. Erweise. Ja, haben wir dir Gift drauf? Wieso nicht? Mir ist ja schon alles wurscht. Haben wir dir Gift drauf auch noch? Sieh, Feike. Na, natürlich, Herr Feuerall. Gibt's eigentlich den Easy-Wächter-Boss noch oder ist der mittlerweile gefeuert worden? Schlag, Schlag, Überlebenskünstler. Ich meine, ich gebe zu, der Schleim ist eigentlich auch leichter. Aber nicht mit dem Crap. Schlag, Schlag. Falls ihr neu dabei seid und euch fragt, hey, gibt der nie zu, dass es dran liegt, dass er schlecht gespielt hat? Ja. Er gibt nie zu, dass es dran, weil es natürlich nicht daran liegt. Weil natürlich das fucking Spiel daran schuld ist. Nicht ich, bitte. Das für eine Stellung. Ich habe nicht gedacht, dass ich, wenn ich anfange, Let's Playen, meinen Anwalt einschalten muss. Wegen übler Nachrede. Ich bin schuld, dass wir verlieren. What the fuck. Schlag, Schlag, nochmal verteidigen, verteidigen. Ich meine, wieso verteidigen? Weil ihr wisst schon. Man braucht was zu tun. Mit den Fingern. Einmal neutralisieren. Schlag, Schlag. Ich meine, die taktischen Entscheidungen sind gerade überschaubar. Wenn ich immer alles spielen könnte. Na, ich meine, wieso nicht, oder? Ich verstehe schon. Wo wäre sonst der Spaß? Wenn man nicht genau um einen Trefferpunkt und wieder nicht kriegen. Beschweren sich wieder alle. Ist zu einfach. 6 Gift plus 6 ist 12. Math Skills over 9000.
12 Gold, Chaosgebäude, Unheil, Dolchfächer. Nehmen wir Unheil, wenn wir schon einmal Gift haben. Wo habe ich gesagt Gift? Da. Okay. I got this. Wir gehen da ins Fragezeichen. Yo, Fragezeichen ist ohne Gegner. Zamp. Yes. Zamp. Du hast jetzt leider kein Gift drauf. Das geht so genau aus, oder? Yes! There we go. Zwei gute Sachen. Nimm die springende Flasche. Obwohl der Giftstich manchmal eigentlich fast besser wäre. Ich bin jetzt. Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von diesem immer sofort mega angreifen. Ich glaube, ich hatte es schon mehrmals gesagt, aber es ist einfach ein bisschen unter aller Sau, finde ich. 15, wieso ich gleich mal am Anfang 15 Blocken noch an irgendwem Schaden machen? Einmal, so, jetzt macht der sich schon wieder stärker da drin. Vielleicht hätte ich ihn zuerst gehen sollen, aber da wird man ja wieder verletzlich, wenn man das macht. Ist das ein Joke? Okay, ich könnte das alles blocken, dann kann ich springende Flasche nicht mehr machen. Den stirbt nie wer. Oder ich block. Na, block's trotzdem. Vielleicht haben sie die Güte, nächste Runde nicht beide anzulocken. There we go. Greift nur einen an. Ah, super. Einmal. Du bist neutralisiert. Zweimal. 7 Schaden immer wieder. Okay, sure. Ich sehe schon. Einmal leichte Explosion auf ihn drauf und dann Unheil und dann wieder schon. Haben wir den Elite wieder, bevor ich irgendwen anderen habe? Außer wir weichen immer aus. In weiser Voraussicht, dass ich möglicherweise tun werde. Ich bin auch nicht unbedingt ein riesen Fan der Karten, die ich habe. Okay, Moment mal. Gehen wir die Leichenexplosion auf dich? Ich meine, das könnte schon einiges helfen. Machen wir es so. Für einen Moment. Würde ich jetzt schon killen? Nein! Ich glaube, wir halten den Trank auf. Für die Möglichkeit, dass ich mich doch mit dem Elite-Schlägern gehe. Wait. One second. Map. Ich meine, es sind 6 Blocks. Das ist schon fast alles, was man braucht. Wir können das so machen. Ja. Das ist okay. Nächste Runde stirbt Dave noch. Ich meine, jetzt sind wir noch ein bisschen mehr gebrechlich geworden. Du stirbst, das heißt, du erleidest 32 Schaden. Wir machen 18 Schaden dazu. Sind wir auf 50. Problem erledigt. Watch this. Okay. 14 Gold, Socke, Gebräu. Ja, ist mir fast lieber als das. Sollen wir uns am Anfang eine Genauigkeit nehmen und jetzt doch noch auf ein Dolchdeck gehen? Aber wie? Ich habe ja schon alles andere gemacht, als auf ein Dolchdeck gegangen. Aber wir haben schon lange keine Genauigkeit mehr genommen. Ich gehe jetzt mit dem Elitenschläger mit 29 HP. It's all cool. Nicht in die Hosen machen deswegen. Ich habe das alles geplant. Das Neutralisieren ist noch nicht verbessert. It's fine. Komplett fine. No problem. Easy. 20 Schaden sind halt schon einmal zwei. Aber schaut, so viel Gift da drauf hat. Autschie. Neutralisieren ist jetzt gerade nicht der beste Zeitpunkt. Überhaupt für alles hier ist das nicht so der beste Zeitpunkt. Darf ich bitte noch jeden Angriff bekommen? Okay, danke. Manchmal muss man nur lieb fragen. Ich glaube, es wäre auch Zeit, mal wieder mehr Tränke zu bekommen. Alter, ein Artefakt. Oh, das könnte gut sein jetzt gerade. Karten ziehen muss nicht sein. Ist es das die Stärke oder? Na, okay. Die Geschicklichkeit kannst du mir nicht wegnehmen. Easy genug Block. No problem. Bamsti. Easy. Schon tot. Überhaupt kein Risiko eingegangen. Brieföffner erhalte eine Karte. Ich meine, Dolch und Mantel. Ne, natürlich nehme ich jetzt Dolch und Mantel. Ich habe die Genauigkeit hier genommen. Ich volltrottel, ich war so kurz. Habe ich die Genauigkeit genommen? Wir ruhen uns aus. Wir haben 21 Trefferpunkte, sind quasi unsterblich damit. Yo, mach doch das fucking Neutralisieren besser. Es könnte jetzt wieder ein bisschen gefährlich werden. Ich kann nichts verbessern, wenn ich die ganze Zeit deppert ausruhen muss. 35%, never gonna happen. Whoopsie.
Ich sag's ungern, aber this might be a problem. Okay, Moment. I got this. Es ist ja nicht so, als hätten wir gleich noch eine Elite hinterher. Wir machen mal einen Schnelligkeitsdrang. Ah, okay. Dann. Ah ja, du bist ja auch noch stärker. Right! Mit dem verbesserten Schlagkraft. Krieg ich dich in die nächste Runde tot? Schwer. Schwer, aber vielleicht doch. Also können wir noch einmal verteidigen vielleicht? Moment, I got this. Don't you worry. Nochmal verteidigen? Wenn ich ihn jetzt nächste Runde nicht kill, habe ich ein Problem. Aber easy kill ich ihn. Er macht gerade mal 4 Schaden. Und go on. Okay, easy. No problem. Whatsoever. Jetzt müssen wir einfach nur 4 Trefferpunkte verlieren. Oh, beinahe. Und easy peasy fertig. Cheesy. Oder so genau. Ja, du, 10 ist jetzt ein bisschen viel. Nicht, wenn wir schon drüber reden, dass ich eigentlich jetzt gerade nicht so viel Leben habe. Wäre es auch nett, wenn du kein Arsch sein könntest. Aber ich verstehe auch, wenn das nicht geht, wenn man irgendwie persönlich Probleme hat und ähnliches und dann leider sich aufhören muss wie ein komplettes Arschloch. Verständlich. 2 Schläge ist alles, nachdem ich verlange. 2 Schläge. Das sind nicht 2 Schläge, genau, ich gehe allerdings. Warte mal, dann habe ich 7 plus 6, dann kriege ich dich weg. Ich meine, sie ist 10. Yo, ich kill euch alle. Wait a minute. Ich bringe euch einfach alle um. Yes! Meine 6 Gift, dann sobald der Gegner stirbt, füge allen Gegnern Schaden in der Höhe seiner Max-Trefferpunkte zu. Damsty? Please? If you will? Nein, ich bringe euch nicht alle um. Ich bringe euch alle um. Ihr habt es weniger. Easy. Stop it. Alles cool. Bam! Weg! Sogar nochmal weniger Trefferpunkte verloren. Wieso heile ich überhaupt für Elite? Ich verstehe es nicht. Einfach nie heilen. Ich sollte mir das Relikt holen, wo man nie heilen kann. Ist eh kein Problem. Alles easy. Feuerrad. Könnte problematisch sein. Okay, wir haben eine Beinarbeit. I like it. Wir spielen die Beinarbeit. Because I like it. Dann spielen wir Abwehr. Dann spielen wir Neutralisieren. Dann schaust du schon ziemlich deppert aus der Wäsche. Und dann haben wir dir noch das drauf. Und jetzt reist du? Nein. Rennst du schreien zu deiner Mama. Ich habe nur Schreien und Rennen in ein Wort vereinigt. Weil wir nicht zu viel Zeit haben hier. Lag, weil er ja gleich abhaut. Stimmt, der will ja eh schreien zu seiner Mama rennen. I forgot, jetzt nehme ich den netten Berli. Bam! Okay. Du bist ziemlich tot. Das freut mich. Nur, dass wir schon wieder nichts, verbessern können, weil wir vor dem Boss eigentlich schon heilen sollten. Ist unangenehm. Vor allem vor dem Feuerradl. Muss ich ja heilen quasi. Nehmen wir einen weiteren durch den Mantel. Was ich alles Geiles schmieden könnte, aber nein, Spiel will nicht. Alrighty. Feuerradl. How's life, motherfucker? Einmal Schlag, nochmal Schlag, nochmal Schlag. Und das wird gesoffen. Ohne Gnade. Ich hab so viel Karten. Ja. Jetzt können wir natürlich gar nicht verteidigen, weil das ist der beste Zeitpunkt. Wenn er mit seinem Riesenangriff kommt, dass ich keine Verteidigung auf der Hand habe. Jetzt wären wir schon tot, wenn ich es nicht so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Also ist wahrscheinlich besser. Wir machen das. Wir haben den noch mehr Gift drauf, weil das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe, mit der wir dir irgendwie an den Kragen können. Okay, genau. Ich kann 2-mal durch den Mantel. Verdammst du. 20. Ich meine, wir müssen es halt schnell genug killen. Aber wir machen schon ganz gut Block. Noch mehr, Abwehr. Bams die. 18? Ich meine, 18 Gift ist eine gute Sache. Okay, nice. Bams die. Nochmal mehr Gift und 14 Schaden hinterher. 18 mal 2 ist eine unangenehme Angelegenheit. Weil es kommen nur 6 durch, das passt schon. Ich will mich lieber darauf konzentrieren, dass er möglichst schnell tot ist, dass Ralle also gar nicht mehr zu dem Großangriff hier kommt, dem er sich gerade bereit macht. Nochmal Leichenexplosion, nochmal das. Ist so knapp, come on. Ich brauche nicht mehr viel Schaden machen nächste Runde. Das sollte es tun. Bam, bam, bam. Und das Brennen alleine killt mich nicht. Wiederschauen! Huhuhu. Geist vom Zeitlupe. Na, das wird mit der Beinarbeit sich schlagen. Zeitlupe ist eigentlich nicht so schlecht. Ich habe ziemlich viel Karten aufgenommen dieses Mal. Ich krieg kein Gold mehr, aber dafür eine Energie mehr. Nicht der beste Energie
Das beste Energierelikt, aber definitiv auch nicht das schlechteste. So, let's take it. Okay, wir haben es aus dem ersten Level rausgeschafft. Yay! Beim vierten Versuch, oder? Zweimal mit dem eisernen Licht und dann einmal mit der stillen Licht, wenn ich richtig gezählt habe. Zwei Feuer. Oder zwei Feuer. Okay. Dig it, I dig it. Drei Feuer, drei Feuer. Okay. Wow! Ich sehe vier Feuer in meiner Zukunft. Eins, zwei, drei, vier. Und ein Shop. There we go. Eine kleine... Ja, ich meine, ihr seid... Sagen wir ehrlich zueinander, nicht? Ihr seid schon einfach Schweine. Beide von euch. Wir haben da mal ein Explosiv. Das ist auch immer nur das Prinzip. Ich meine, den Leuten rede ich normalerweise nicht mal. Und dann hauen wir mal drauf. Die Leichendings wäre ganz gut für dich. Einfach auf einen von euch beiden draufhauen. What is this bull fucking shit? Ich meine, das ist der beschissenste Zug, den ich possibly hätte haben können. Du hast um eins weniger Leben. Aber warte, so lange will ich killen. Aber ich kill dich doch. Das ist eine knappe Sache. So, stirb. Opa. God damn it. Nochmal ein Kniestoß. Ausweichrolle. Ja, Ausweichrolle ist gut. Ich gehe ja jetzt schon drauf, ey. Kann ja nicht sein. Nur in diesem einen depperten Zug. Oh, Mann. Abwehr. Ausweichrolle. Solche Mantel reicht? 14, ja. Solche Mantel. Bamsti. Drauf. Drauf. Nochmal solche Mantel. Drauf. There we go. Damit kann ich arbeiten. Es geht sich gerade wieder genau aus. Ja, und dann haben wir das drauf. 21, sag einmal, wo ist meine Beinarbeit und überhaupt? Ich sterb schon wieder. Ich pack mein Leben nicht. Ich sterb schon wieder. Ich meine, ich habe zu viele Karten gehabt. Es ist richtig, ich habe zu viele Karten gehabt, aber come on. So viele waren es auch wieder. Man darf dem Spiel nicht die Chance lassen, einen fertig zu machen. Sonst macht's. Da freue ich mich, dass wir im zweiten. Da freue ich mich, dass wir im zweiten Level sind. Und dann sowas. Ich gehe jetzt weinen. Ich werde eine neue Karte brauchen. Ich dachte, du brauchst mal eins aufs Maul. Liebes Spiel. Alright. So, der nächste Daily wird dafür gut. Ja, Dailies sind nett. Dailies sind kuschelig. Dailies geben einem Dailies sind einfach nett. Ich wollte Pussy sagen, nicht Blowjobs. Perversen. Ja, Schweine. Mein Blowjob ist nämlich extrem pervers. Okay, geil. Wir beenden dieses Video. Besser wird's auch nicht mehr. Ich hoffe, wenn mir das euch Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, lasst ein Like da oder abonniert den Channel. Aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.